Und da habe ich zum Beispiel Cassia Fistula genommen. Das könnt ihr auch machen zum Ausleiten. Aber bitte da aufpassen, wenn ihr da so nur ein Blättchen nehmt, das legt ihr in Wasser ein und trinkt dann das. Es kann bei manchen sehr heftig dann wirken, dass ihr dann wirklich viel abführt. Das ist ein natürliches Abführmittel sozusagen. Dann haut sie da sehr viel raus. Scheiße! Leck mir los! Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Dieses Mal habe ich ganz spontan mich dazu entschieden, für einen halben Monat Saft zu fasten. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie mein Körper damit klarkommt. Und es ging erstaunlicherweise recht gut. Also ich hatte während diesem Saftfasten nicht so diese Auf- und Abs. Also viele haben ja nach dem dritten Tag zum Beispiel dann eine gewisse Zeit so Aufphasen, wo sie sich leicht voller Energie fühlen. Und dann kommt man dann in so eine Talphase, wo du dann nicht mehr wegen der Entgiftung, die so stark ist, dann etwas weniger machst oder dich nicht so toll fühlst und alles mögliche. Und bei mir hielt sie sich in Grenzen. Also ich hatte natürlich diese Aufs, also ich hatte eine gewisse Leichtigkeit, ich hatte mehr Energie zur Verfügung. Ich habe aber nicht so diese starken Talfahrten gehabt. Natürlich hatte ich einen Tag mehr Energie und beim anderen mal weniger. Also war bei mir auch nach 3 Tagen, wo sich der Körper langsam daran gewöhnt hat, ab dem vierten Tag stieg dann meine Energiekurve und dann so am 10. Tag dann gab es nochmal so Momente, wo ich einen kleinen im Verhältnis zu dem Zeitraum von 4 bis 10, dass ich dann ein bisschen weniger Energie mal zur Verfügung hatte. War aber auch keine richtige Talfalle, wo es mir richtig scheiße ging oder irgendwie so, wo ich überhaupt nichts mehr am Tag schaffen konnte. Ja. War überhaupt nicht der Fall. Also ich konnte weiterhin meinen Sport machen, was auch sehr viel angenehmer war. Also mein Körper war auf Leichtigkeit, hatte keine Blockaden, hatte mehr Energie zur Verfügung, habe ich vor allem in der Kampfkunst gemerkt, wenn ich zum Beispiel auf meine Kicks angesetzt habe, die gingen recht ruckzuck, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, ohne Blockaden aus den Gelenken raus, ohne Probleme, keine Verletzungen, auch am Sport an sich, zum Beispiel bei meinem Aufwärmen, Joggen, da überhaupt gar keine Blockaden. Ich konnte sogar nach ein paar Metern sofort anfangen zu sprinten, ohne mir irgendwas zu reißen, irgendwelche mit meinen Bändern und sowas, überhaupt alles gar kein Problem. Und da war ich auch vom Joggen her eine gewisse Leichtigkeit und ich konnte auch zum Beispiel bei meinem Krafttraining dann auch nach einer gewissen Zeit ohne Probleme oder große Anstrengungen mehr Klimmzüge machen, als wenn ich nicht gefastet hätte. Also das heißt, dass sich meine, ja, auch meine Muskelkraft dadurch erhöht hat, weil ich eine geringere Belastung habe, beziehungsweise dass mein Körper entgiftet hat. Also ich konnte mehr Krafttraining machen. Auch bei den Dehnübungen konnte ich dann feststellen, dass es um einiges geschmeidiger und einfacher geht und da auch zum Beispiel, dass ich seit 6 Monaten versuche, einen Spagat richtig zu machen und ich übe da jetzt die ganze Zeit und dass ich dadurch in der Zeit, wo ich jetzt halt faste, bin ich ein kleines Stück weiter nach unten gekommen, weil der Körper sich weiter dehnen konnte, weniger Blockaden hatte, so diese inneren an den Gelenken und so, und ich dann deswegen nochmal ein Stückchen weiter runtergekommen bin und das freut mich. Richtig, dass das jetzt auch mit passiert ist und sonst konnte ich auch die letzten 2 Wochen ziemlich gut nutzen, mein Projekt weiter aufzubauen, vielleicht Videos zu schneiden. Habe mir auch jetzt neue Kurse überlegt, die ich jetzt nach und nach abarbeite. Könnt ihr auch die nächsten Woche drauf freuen. Und im Garten habe ich wieder was gemacht und ja, war auch sehr produktiv.
die Zeit, was ich auch feststellen konnte bei meinem Körper, ist, dass meine Zirbeldrüse, also das zwischen den Augen, ein wichtiges Organ für den Menschen, dass das jetzt auch angefangen hat zu vibrieren, auszustrahlen, vermehrt beim Fasten, wenn ich auch meditiert habe. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl und da konnte ich auch noch mehr meinen ganzen Körper richtig spüren. Das ist mir jetzt auch in diesem Fasten nochmal vermehrt aufgefallen. Und jetzt mal kurz zur Frage, was habe ich denn den ganzen Tag gemacht während dem Fasten? Also ganz übliche Routine halt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich in der Früh bei der Kälte für 5 bis 10 Minuten nur mit einer Unterhose, also halb nackt sozusagen, rausgehe, ein bisschen mich auffrische, sagen wir mal ein behnchen wach werden nach dem Aufstehen, da meine Dehnübungen mache. So einer sind Sie. So ein bisschen auch im Moment konzentriert sein, damit ich dann auch später meine Tai Chi Übungen besser machen kann, also meine Tai Chi Aufwärmübungen. Also die Qigong-Übungen, dann die stehende Säule und dann meine Tai-Chi-Formlaufe. Das habe ich dann ungefähr 1,5 Stunden, das Programm. Danach widme ich mich halt den alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel den Pflanzen, die bei mir hier jetzt im Haus stehen, damit ich mich um die kümmere, die Stecklinge, was im Garten so anfällt, zum Beispiel den Tunnel gießen, Bokashi aufbereiten, das ganze Übliche, was halt so im Winter jetzt so anfällt. Auch ausliefern für meine Freunde oder die Produkte, die ich halt habe, also das Eingelegte und Eingekochte, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da auch Interesse habt. Ich verschicke die sogar, wenn ihr Interesse an Produkten vom Permakulturprojekt habt. Das sind Apfelmus, Birnenmus, eingekochte Tomatensalate, eingekochte oder eingelegte Tomatensalat mit rote Beete, eingelegte Tomaten, alles mit dabei, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das habe ich dann alles gemacht, also die alltäglichen Sachen, die jetzt so anfallen. Dann so um circa 3 habe ich dann angefangen, so eine halbe Stunde zu meditieren für mich. Habe mich dann einfach auf mein Bett gelegt und die Gedankenrübe da einfach mal abgestellt, den Affen. Und danach habe ich dann angefangen, für eine Stunde meinen Sport zu machen. Ganz klassisch aufgewärmt, also in dem Zusammenhang ein paar Runden hier in der Siedlung rumgelaufen, mich aufzuwärmen. Dann habe ich dann gleich angefangen mit dem Krafttraining, also Klimmzüge, Sit-Ups. Seilspringen tue ich auch sehr gerne in verschiedenen Variationen. Dann auch so, was man vom Fußball kennt, springen und die Oberschenkel und die Beine mit anziehen. Sit-Ups in verschiedenen Variationen. Handstand übe ich auch, also einfach ein Ganzkörper-Intervalltraining mache ich da hier. Und nachdem ich mit dem Training fertig bin, habe ich dann meinen ersten Saft angefangen. Am Anfang habe ich noch Karotten mit Apfelsaft getrunken, weil ich noch viele Karotten hatte. Da habe ich auch beim Angebot beim Bioladen zugeschlagen. Auch richtig schön Karotte mit Apfel. Und am Anfang habe ich dann noch nach dem Sport direkt einen Orangensaft getrunken. Das ist dann ungefähr um 5 gewesen. Habe ich mir einen Orangensaft frisch gepresst. Da habe ich so eine Orangenpresse, die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. War auch richtig schön. Und als ich das erste Mal wieder einen Orangensaft getrunken habe, dann ist da sehr viel Schleim gleich hinten mit rausgekommen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass da nochmal ein bisschen Reinigung mit reingekommen ist. Und dann habe ich noch am Abend so um 7:30 habe ich dann angefangen, meinen zweiten Saft zu pressen. Wie gesagt, am Anfang war es noch Karottenapfel. Später ist es dann Selleriesaft geworden und beim Selleriesaft habe ich dann auch wieder festgestellt, wo ich ihn das erste Mal wieder nach 6 Monaten getrunken habe, was der für eine Wirkung auch auf die Nieren hat, also sehr reinigend, und was da auch hinten beim Darm alles rausgekommen ist, da ist dann das erste Mal, wo ich den dann wieder getrunken habe, richtig viel Schleim gekommen, also der puffert dann auch nochmal schön die Gifte, ist ja ein grünes Lebensmittel und Selleriesaft trinke ich wirklich sehr gerne, auch mal mit Apfel reingeschnitten, kann ich auch nur jedem empfehlen, hilft den Nieren, aber auch den Eindruck, dass der Körper auch ziemlich stark dadurch filtriert wird, das ist auch sehr wichtig. Und am ganzen Tag habe ich da ungefähr, also pro Saft immer so 2 Liter getrunken, also insgesamt so 4 Liter am Tag getrunken. Und den Rest, den habe ich dann sozusagen 20 Stunden gefastet, damit die Nieren auch zur Ruhe kommen und auch die Nieren filtern, damit ich da auch besser Obst zum Beispiel essen kann, damit es nicht zu stark an die Nieren geht und dass sie sich auch besser reinigen können. Besonders meinen Saft, nämlich der Angel Juicer, kann den Selleriesaft richtig schön verarbeiten. Der Trester ist dann recht trocken, die Saftausbeute ist hoch und die Nährstoffe und Vitalstoffe da drin sind auch dann recht hoch. Also der Angel Juicer trotz des Preises lohnt sich auf jeden Fall. Eine super Saftausbeute, schnell aufbauen, schnell abbauen und den kann man auch dann nochmal super schnell reinigen, also nochmal spart man dann schnell Zeit. Es ist in 10 Minuten eigentlich alles gereinigt
Und wie gesagt, ich finde die Saftausbeute eigentlich phänomenal. Und für Karotten und Sellerie eignet er sich sehr gut. Mische ich immer wieder mit den Äpfeln, damit der nicht so aufschäumt. Und den habe ich schon seit 5 Jahren und er ist wirklich langlebig. Überhaupt gar keine Probleme mit dem Angel Juicer. Und wie gesagt, den kann ich auch nur jedem empfehlen. Habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Telegram habe ich euch auf dem Laufenden gehalten. Da könnt ihr auch mal gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen und meine Telegram-Gruppe oder beziehungsweise meinen Telegram-Kanal kann ich auch nur jedem empfehlen. Natürlich nochmal weitere Inhalte und Sprachnachrichten hochladen, die jetzt ihr hier auf YouTube nicht sehen könnt. Und da war eine Frage, was mache ich denn, um die Entgiftung zum Beispiel zu unterstützen, beziehungsweise die Ausleitung? Und da habe ich dieses Mal nichts gemacht. Das Saftfasten, wo ich davor gemacht habe, 30 Tage, verlinke ich euch oben in der in der Infobox. Und da habe ich zum Beispiel Cassia Fistula genommen. Das könnt ihr auch machen zum Ausleiten. Aber bitte da aufpassen, wenn ihr da so nur ein Blättchen nehmt, das legt ihr in Wasser ein und trinkt dann das. Das kann bei manchen sehr heftig dann wirken, dass ihr dann wirklich viel abführt. Das ist ein natürliches Abführmittel sozusagen, dann haut sie da sehr viel raus. Scheiße! Leck mir was! Deswegen achtsam damit sein und schauen, dass ihr das auch vielleicht zu Hause macht. Nicht, wenn ihr auf der Arbeit seid, dann seid ihr die ganze Zeit auf der Toilette beschäftigt und wenn ihr nicht mal die Möglichkeit habt, aufs Klo zu gehen, habt ihr vielleicht mit der Cassia Fistula ein Problem. Sonst habe ich auch immer Darmeinläufe gemacht. Habe ich jetzt dieses Mal nicht gemacht. Kann aber auch nur jedem empfehlen, Darmeinläufe regelmäßig zu machen, besonders beim Fasten, um halt einfach den Darm zu öffnen. Besonders für die Leute, die gerade am Anfang sind, damit ihr hier keine Rückvergiftung habt und damit euch auch nicht schlimm nicht wird oder schwarz vor Augen, damit ihr auch hier regelmäßige Darmeinläufe macht. Da finde ich auch nochmal mein Einlaufgerät unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch nochmal ein Bild drauf machen, draus machen. Und wo ihr auch noch die Entgiftung unterstützen könnt, wenn ihr noch recht am Anfang seid, ist zum Beispiel mit grünem Graspulver, mit Chlorella. Das könnt ihr dann auch nochmal gut nehmen, um, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so viel Zeit habt oder nicht so wie ich halt ein Projekt habt, wo ihr eure Zeit selbst einteilen könnt und ihr ein bisschen unter Stress habt mit den Säften, dann könnt ihr zum Beispiel ein Chlorella-Pulver nehmen oder grünes Graspulver zum Beispiel von Lebenskraft pur, wo sie halt dann sehr viele Sachen miteinander mischen, werde ich euch unten auch verlinken, damit ihr auch dann hier einen Saft dann für unterwegs dann auch mitnehmen könnt, einfach Wasser rein, gut mischen. Darauf achten, dass ihr das Wasser zum Beispiel destilliert, was ich zum Beispiel mache, oder mit einer Osmoseanlage oder anders werde ich aufbereitet. Ich werde auch hier wieder mein Destillationsgerät unten verlinken, wenn ihr halt zum Beispiel nicht Saftfasten, sondern Wasserfasten, dass ihr vielleicht auch euch einen Destillierer anschafft und hier auch ein bisschen damit arbeiten könnt. Und sowas könnt ihr dann auch nehmen, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, euch eigene Säfte zu pressen, dass ihr einfach ein Pulverchen nimmt. Aber so generell habe ich jetzt, weil es mir auch jetzt sehr gut geht, das jetzt nicht gemacht, dass ich mir nochmal Hilfsmittelchen genommen habe. Macht es jetzt auch schon zum 5. Jahr die Rohkost, tue auch regelmäßig Fasten. Es wird dann immer weniger, je länger die Zeit auch wird. Und wenn ihr gerade am Anfang seid, dann kann ich es auch nur empfehlen, auch Algen mit zu integrieren oder solche Pülverchen profitiert ihr auch mit davon, mit eurer Gesundheit. Well, that's right. Und zum Abschluss meines Fastens werde ich dann auch genüsslich Fasten brechen mit schön vollreifen Kakis, die ich mir besorgt habe. Die sind schon schön weich und dann auch wahrscheinlich auch schön saftig. Also ich möchte jetzt zum Fastenbrechen, ist ja auch wichtig, den Körper wieder an die Nahrung zu gewöhnen. Und da ist es halt besser, Flüssiges zu essen. Also je wasserhaltiger, desto besser. Zum Beispiel auch mit Gurke würde sich auch eignen, Tomaten, wenn es in der Saison ist, oder auch Paprika einfach wasserreich essen oder auch hier frische, vollreife Früchte, wie ich das jetzt machen werde mit den Kakis und den Körper auch da langsam zu gewöhnen. Am ersten Tag werde ich nur eine Obstmahlzeit nehmen und dann werde ich es halt immer langsam steigern, bis mein Körper halt sagt, es ist Schluss, also nicht zu überessen möchte ich mich dabei auch nicht, damit der Körper sich da auch wieder langsam gewöhnt und dann wieder auch langsam steigern, dass ich dann wieder in meine Routine so mit dem Essen reinkomme. Aber sonst immer beim Fastenbrechen flüssig essen, nicht zu zäh oder zu schleimhaltig oder zu dick, sonst habt ihr dann auch wieder Probleme und euer Körper kommt da auch nicht mit. Also den Körper wieder langsam ans Essen gewöhnen. So viel zu meiner winterlichen Saftfastenerfahrung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein
Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn du dabei noch auf die Glocke drückst, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählst. Teile doch gerne das Video, würde mich sehr freuen. Und schreib doch mal in die Kommentare, welche Fastenerfahrungen du schon alles gemacht hast und welche Arten du gemacht hast. Würde mich auch recht interessieren, beziehungsweise ob du auch überhaupt mal fastest oder ob du es mal auch in Erwägung ziehst, mal ein, zwei Tage mal aufs Essen zu verzichten. Do it! Just do it! Würde mich auch sehr interessieren. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Ciao.